Schwere Unwetter haben am 27. Mai 2018 Privatpersonen und Unternehmen in der Verbandsgemeinde Herrstein zugesetzt. Eine Gewitterzelle hat für Überschwemmungen und Zerstörung vor allem in und um Herrstein, Niederwörthersbach und Fichbach gesorgt. Keller sind vollgelaufen und Straßen wurden unpassierbar. Das eigentliche Ausmaß der Schäden wurde erst am nächsten Tag sichtbar. Eine Spur der Verwüstung hat der Fichbach im gleichnamigen Ort hinterlassen. In der Ortsgemeinde sind überwiegend Privathaushalte Opfer der Flut geworden. Privatpersonen, Feuerwehrkräfte, 7 Ortsverbände des Technischen Hilfswerks aus ganz Rheinland-Pfalz und die Rettungsdienste haben den Betroffenen zur Seite gestanden. Über 600 ehrenamtliche Helfer haben mit angepackt, um Keller auszupumpen, angeschwemmten Unrat zu beseitigen und die Straßen wieder passierbar zu machen. Im benachbarten Herrstein hat es vor allem die Verbandsgemeindeverwaltung, den Kindergarten, das Feuerwehrgerätehaus und das dort angesiedelte Unternehmen Efgen Schleiftechnik getroffen. Das Untergeschoss der Verbandsgemeindeverwaltung wurde komplett geflutet. Also wir sind freundlich aufgefordert, den Versicherungsunternehmen, mit dem wir im Laufe dieses Tages gesprochen haben, als auch dem Innenministerium möglichst schnell auch quantitative Äußerungen zu machen, das geht zum heutigen Zeitpunkt nicht, vielleicht frühestens übermorgen. Ja, es sind Sachverständige da, man muss gucken, inwieweit die Statik von öffentlichen Einrichtungen in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber alle Menschen, die hier Erfahrung haben, die Ahnung haben, sagen, allein die Gebäude in kommunaler Eigentum, Kindergarten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr und Sportleistungszentrum mit Efgens, mit dem, was in Herrstein, in Niederwörthersbach und in Fichbach passiert ist, werden wir bestimmt auf einen Betrag von, ich sag mal, 8 bis 10 Millionen Euro kommen. Gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus bei der Firma Efgens Schleiftechnik herrschte am Montag Stillstand. Die Mitarbeiter des Unternehmens haben den Tag damit verbracht, den Schlamm aus den Hallen zu bekommen und die technischen Anlagen sowie das Mobiliar wieder betriebsbereit zu machen. Inhaber Ralf Efgen über die Schäden. Es ist halt eben insoweit gut, dass wir keinen großen Maschinenschaden haben. Es ist natürlich der Produktionsausfall in dem Bereich hier die ganze Woche. Das geht so knapp an 7-stellige ran eben, ne? Und dann noch Schaden an Gebäude eben. Der Hagel hat unsere Dächer stark beschädigt, Luken gingen kaputt und so wird der Schaden dann doch so knapp am 7-stelligen Bereich sein. Am Abend haben sich die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfgen und Ministerpräsidentin Manu Dreyer angekündigt, um mit Betroffenen der Flut zu sprechen und deren Ängste und Sorgen aufzufassen. Also die Wucht von diesen Wassermassen innerhalb so kurzer Zeit, die macht einen wirklich total betroffen. Und es ist gut zu hören von Ihnen allen, dass Sie so toll zusammenhalten hier vor Ort und dass eigentlich das ganze System des Katastrophenschutzes wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also es ist egal, ob es die Feuerwehr ist, ob es das THW ist, ob es die ADD ist, ob es die Polizei ist, dass die Bürgermeister, der Landrat, dass die Nachbarn alle zusammenhalten und wirklich anpacken. Das hat eine ganz hohe Bedeutung für uns alle, denn wir sind ja nicht mehr verschont von diesen Starkregenereignissen und man muss wirklich sagen, auch das alarmiert wirklich inzwischen jeden, dass wir in regelmäßigen Abständen eigentlich Starkregenereignisse haben. Stromberg haben Sie genannt, das ist ja auch noch gar nicht so furchtbar lange her. Es gibt andere dieser Ereignisse zu nennen. Und umso wichtiger ist es zu wissen, dass letztendlich der Katastrophenschutz funktioniert. Für die Betroffenen ist es aber natürlich eine totale Katastrophe, einfach weil sie alles verlieren oder vieles von dem verlieren. Trotzdem will ich vorab sagen, dass sie es geschafft haben. Die Menschen, die auch in der Not waren, die wirklich alle dann auch aus ihrer Situation zu retten und dass kein Mensch wirklich zu Schaden gekommen ist. Das ist schon etwas, was man trotzdem
dankenswerterweise echt erwähnen muss. Und wir müssen jetzt alle zusammen gucken, wie das mit dem Sachschaden geht. Und das ist ganz schön kompliziert, auch das will ich sagen, weil es ist ein großer Unterschied, ob wir von öffentlichen Gebäuden beispielsweise reden, wo wir dann überlegen können, was machen wir mit der Schule, wie geht es weiter mit der Schule, wie können wir dann über unsere Schulbaufördermittel oder dann einfach so eine Maßnahme vorziehen, damit es auch dort wieder weitergeht. Oder wenn es um die Feuerwehr geht, ganz schwierig ist es oft dann auch für Privatleute, die keine Versicherung haben, ja, die dann aber trotzdem hart betroffen sind. Und ich glaube, wir müssen einfach jetzt unbürokratisch, ist schon gesagt worden, auch über die ADD gucken, dass man diese Schadensereignisse wirklich abschichtet, guckt, wer braucht welche Hilfe und wie kann man da dann auch helfen am Ende. Zudem verschafften sie sich mit einem Rundgang durch den Ort Herrstein einen Blick über die Schadenslage. Viele Betroffene wurden durch den schnellen Anstieg des Fichbachs quasi überflutet.